Hallo, in diesem Video geht es um das Organon-Modell von Karl Bühler. Dieses Organon-Modell möchte eigentlich etwas Unmögliches, nämlich etwas so Komplexes wie die Sprache in ein Modell packen, das erklärt, wie Sprache funktioniert. Karl Bühler wurde 1879 geboren und gilt als einer der wichtigsten Sprachtheoretiker seiner Zeit. Was hat er jetzt aber genau herausgefunden? Wichtig ist, dass Bühler Sprache als ein Werkzeug betrachtet, also als ein Organon, wie es im Griechischen heißt. Das ist deshalb wichtig, weil er Sprache nicht einfach nur als ein Mittel zur Kommunikation sieht. Für ihn ist das tatsächlich ein Werkzeug, wie ein Hammer oder wie eine Schere. Das war deshalb revolutionär, da man zuvor Sprache meist eher isoliert betrachtet hat. Also nicht so radikal wie Bühler, dass Sprache immer nur betrachtet wird unter Einbeziehung des Sprechers und des Zuhörers, also in einer Kommunikationssituation. Dieses Organon-Modell kommt nicht aus dem Nichts. Also Bühler baut da auf etwas auf, was es schon gab, und zwar schon sehr lange gab, nämlich auf die Ausführungen von Platon bzw. seines Lehrers Sokrates. Der hat schon diesen Begriff des Organons geprägt für die Sprache. Sokrates wollte erklären, wie Sprache funktioniert, und er sagt, die Sprache ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe eine Person einer anderen Person etwas über Dinge mitteilt. Also wir haben auf der einen Seite den Sprecher, den Zuhörer und das Ding, über das etwas gesagt wird. Und Bühler baut jetzt auf diesem Modell auf. Das heißt, auch bei dem Organon-Modell von Karl Bühler gibt es einen Sender, einen Sprecher und einen Empfänger, einen Zuhörer, und es gibt einen Gegenstand, also die Dinge, über die man redet, einen Gesprächsgegenstand. Das bedeutet allerdings nicht, dass in einem Gespräch es immer nur um diesen Gegenstand geht. Eher das Gegenteil ist der Fall. In jedem Gespräch geht es immer auch um den Sprecher. Das heißt, er drückt sich aus, er sagt immer auch etwas aus über sich, nicht nur über den Gegenstand. Und er sagt auch etwas aus über den Zuhörer. Er richtet einen Appell an den Zuhörer. Er möchte ihm etwas sagen, er möchte mit dem, was er sagt, etwas erreichen. Und diese drei Bereiche, das heißt die Appellfunktion, die Ausdrucksfunktion und die Selbstkundgabe, diese drei Bereiche, die sind nicht immer gleich groß. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Kommunikation in erster Linie dazu dient, etwas über sich auszudrücken, oder dass sie in erster Linie dazu dient, etwas über einen Gegenstand auszudrücken. Aber alle drei Bereiche sind in jeder Kommunikation zumindest präsent. Wichtig ist noch, was in der Mitte dieses Modells steht, denn der Kreis stellt das Schallphänomen dar und das Dreieck ist die Zeichenfunktion. Das muss man vielleicht noch etwas genauer erklären. Also Dreieck und Kreis sind in diesem Modell nicht deckungsgleich. Es geht ja gar nicht, dass man einen Kreis und ein Dreieck irgendwie so übereinander legt, dass die beiden Flächen sich überdecken. Das heißt, es gibt Bereiche, wo der Kreis über das Dreieck hinausgeht. Und das heißt, nicht alles an einem Schallphänomen ist auch wichtig für das Zeichen. Also, das kann zum Beispiel ein Versprecher sein oder ein Husten. Das sind alles Informationen, die für das sprachliche Zeichen nicht wichtig sind. Und die werden dann von dem Zuhörer auch einfach ausgeblendet. Und das gilt übrigens auch nicht nur für das Sprechen. Zum Beispiel auch an einer Ampel ist eigentlich nur interessant, ob sie jetzt ein Rot, Gelb oder Grün anzeigt. Und es ist egal, wie die Ampel aussieht, ja, aus welchem Material sie ist. Das ist alles unwichtig für das eigentliche Zeichen. Und dieses Dreieck ragt auch manchmal über das
Zeichen, also über den Kreis hinaus. Und das bedeutet, dass man in einem Gespräch oft auch fehlende Teile ergänzt. Also wenn man zum Beispiel am Handy telefoniert und gewisse Teile des Gesprächs nicht übertragen werden. Bühler macht das jetzt nochmal an einem Beispiel deutlich, wie dieses Modell funktioniert. Also angenommen, zwei Personen befinden sich in einem Zimmer und die eine Person sagt auf einmal, dass es draußen regnet, äußert ein Schallphänomen, ja, eine Lautkette. Das ist hier einmal die Lautsprache, das heißt, es gibt eine bestimmte Sprache, in der man die Wörter nicht mit den Buchstaben bezeichnet, die wir aus dem deutschen Alphabet kennen, sondern in einer sogenannten Lautsprache. Das ist vor allem wichtig, wenn man eine Fremdsprache lernt, dann kann man mithilfe dieser Lautsprache sehen, wie das Wort tatsächlich ausgesprochen wird. Dieses ist als Zeichen einmal ein Symbol, also es stellt etwas dar, den meteorologischen Sachverhalt. Es ist ein Symptom, also es kann den inneren Zustand des Sprechers ausdrücken, je nachdem, wie er das sagt. Er sagt, oh no, es regnet, dann ist es vielleicht Unmut oder Verärgerung. Und es ist gleichzeitig auch ein Signal. Das heißt, er möchte den beim Hörer wahrscheinlich etwas veranlassen, in diesem Fall, dass er einen Schirm holt. Ja, das ist so ganz kurz zusammengefasst, dieses Organon-Modell von Karl Bühler. Dieses Modell wurde im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt und es wurden immer neue Facetten hinzugefügt, aber dieser Grundaufbau, dass es einen Sprecher, einen Zuhörer gibt und einen Gegenstand, der wird bei sehr vielen dieser Modelle übernommen. Das heißt, Karl Bühlers Modell war für die gesamte Sprachwissenschaft sehr einflussreich.